Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Shrimp Puddle. Heute sind wir am Start mit dem Thema, wie halte ich meine Schnecken davon ab, dass sie meine Pflanzen fressen? Viel Spaß! Ja, heute soll es um das kritische Thema gehen, wie halte ich Schnecken, Aquarienschnecken davon ab, dass sie an meine Pflanzen gehen. Ich habe vor circa 2 Wochen schon einen Short-Reel hochgeladen auf YouTube und Instagram und hatte schon jetzt so anhand einiger Kommentare und auch Nachrichten, die mich ereilt hatten, gemerkt, dass da doch noch etwas mehr Wissensbedarf eurerseits ist, beziehungsweise sind noch ein paar Fragen gekommen, ein paar Ergänzungen und deswegen dachte ich mir, machen wir heute unser Sonntagsvideo da draus. Ich habe das Ganze jetzt mal so in 3 Tipps oder 3 Kategorien gegliedert, womit man die Problematik eindämmen kann, dass seine Aquarienschnecken, also eure Schnecken, an eure Aquarienpflanzen gehen. Viele Faktoren wirken immer auf das Ganze ein. Das ist nicht die Nonplusultra-Lösung, aber ich behaupte mal frech, so um die 95% dürfte damit geholfen sein. Ja, Schnecken fressen durchaus gerne mal unsere Aquarienpflanzen. Man beobachtet es hier und da in den Aquarien bei den verschiedensten Arten, dass sie mal an die Pflanzen gehen. Der erste Punkt, womit wir das Ganze möglichst gut verhindern können, ist einmal die Wahl der richtigen Pflanzen. Richtige Pflanzen ist jetzt natürlich schwierig einzuordnen, gerade auch wenn man sagt, man möchte ein Aquascape oder ähnliches machen. So wunderschön bepflanzte Aquarien sind da immer leider ein bisschen eine Sondergeschichte, weil, sage ich auch ehrlich und offen dazu, jetzt auch wo ich mein Aquascape im Büro stehen habe, ich würde, weiß Gott nicht, ein Aquascape danach einrichten, wenn ich weiß, okay, die und die Schnecke will ich haben und würde dann tunlichst gucken, dass ich eine gewisse Pflanzenrange, eine gewisse Pflanzenartengruppe vermeide. Würde ich nicht machen, sage ich ganz ehrlich und offen. Wir reden hier von einem Otto-Normal-Aquarianer mit Gesellschaftsaquarium, vielleicht mit einem Zuchtbecken für Garnelen oder vielleicht für irgendeine spezielle Schneckenart, die ihr halten und vermehren möchtet, dass man da wirklich sagen kann, okay, ich hätte gerne Pflanzen, aber ich hätte auch gleichzeitig gerne, dass die Schnecken nicht an die Pflanzen gehen. Ja. Allgemeiner Tipp Nummer 1, den habe ich auch in dem Short schon erwähnt gehabt, wählt lieber dickblättrige Pflanzen. Da muss man wirklich sagen, kann man fast alle Schnecken über einen Kamm scheren. Sie gehen lieber an dünnblättrige Geschichten. Dünnblättrig heißt, um hier mal ein paar Beispiele zu nennen, die meisten Cryptocoryne-Arten, Wallisneria, so Geschichten wie zum Beispiel auch die meisten Rotala-Arten und so weiter. Also sprich alles, was sehr dünne, sehr weiche Blätter hat. Vielleicht auch, ich sag mal, die meisten Stängelpflanzen, wenn man mal so drüber guckt, gerade auch Hygrophila, die werden gern mal angefressen. Das sind halt eher Pflanzen, die sehr fragil unterwegs sind und es in den meisten Fällen in der Natur auch eher weniger gewohnt sind beziehungsweise angepasst sind dessen, dass sie vielleicht mal angeknabbert werden. Man muss ja dazu sagen, die meisten Schnecken haben nicht direkt die Absicht, die Pflanze zu fressen. Viele raspeln die Oberfläche ab und gerade bei weichen Blättern ist dann halt oft auch direkt das Blatt kaputt. Man kennt es zum Beispiel auch bei der Thematik Antennenwälzen. Man klatscht sich eine richtig schöne große Echinodorus-Art ins Becken mit richtig schönen fetten Blättern. Ja, und so nach 1-2 Wochen sehen die auf einmal aus wie ein Fliegengitter, weil nämlich die Antennenwälze auf den Blättern geraspelt haben und das ist, blöd gesagt, fast wie wenn ihr mit Schleifpapier drüber gehen würdet, also die Oberfläche nutzt sich ab. Ja, was sind zum Beispiel Pflanzen, die ich für den Fall jetzt empfehlen kann, auch jetzt nach zig Jahren Erfahrung oder ihr seht es ja auch immer wieder in den Aquarien, einmal komplett über den Kamm geschert, Thema Anubias, also ich kenne keine Anubias-Art, beziehungsweise ich hatte keine Anubias-Art bei mir, die wirklich dünnblättrig zu betiteln war, eher Tendenz mittel bis wirklich sehr dickblättrig. Die meisten Bucephalantra-Varianten, die meisten Java-Farnsorten funktionieren auch sehr gut, wobei das gerade so der Kipppunkt ist, dass man sagen könnte, es wird langsam zu dünn von der Blattstärke her. Echinodorus muss man gucken, es gibt recht dünnblättrige, recht fein, es gibt auch wirklich welche, die sehr dicke Blätter haben, sehr stabil aufgebaute Blätter, da muss man ein bisschen vielleicht auch in die Pflanzenbeschreibung mit reingucken, falls man da ein neues Becken planen sollte. Da habe ich schon wirklich die Erfahrung gemacht und auch auf die Pflanze jetzt wirklich bezogen. Einmal der Punkt, wo platziere ich die Pflanzen? Ich weiß,
Nicht jeder mag es, wie ich in meinen Becken, mit so zusätzlichen Depots oder kleinen Balkonen, wo die Pflanzen jetzt höher platziert sind, dass halt die Schnecken so nicht dran kommen. Aber wenn man einen Boden bepflanzen will, kann man sich doch schon auch Gedanken machen. Jetzt mal angenommen, Thylos als Beispiel. Wo setze ich wie welche Pflanze ein, dass sie vielleicht nicht so direkt drankommen? Mal angenommen, ihr macht ein Setup mit einer wunderschönen Mokinwurzel. So, dann würde ich gucken, dass ich auf der Mokinwurzel, wenn ich dort bepflanzen möchte, es an einem relativ hohen Punkt tue und nicht irgendwie unten am Ansatz, weil da werden doch dann auch schon die Thylos jetzt in dem Beispiel schon recht schnell drangehen. Ansonsten vielleicht Pflanzen zu wählen, die relativ hoch erst ihre Blätter ansetzen, zum Beispiel die Thematik Echinodorus. Da gibt es einige, die erst so ab 10, 15 cm ihre Blätter ansetzen. Und ich beobachte es zumindest bei mir jetzt in der Anlage, könnt ihr auch gerne mal berichten, wie es bei euch aussieht, dass wirklich eher die Blätter angegangen werden als die Stängel. Also oft wird eine komplette Pflanze runtergeraspelt, aber der Stängel steht noch da und kommen logischerweise die Schnecken eher weniger an die Blätter ran, weil sie relativ hoch gewachsen sind, haben wir die Problematik eher weniger. Ja, ansonsten wuselt euch mal durch. Bei den meisten Gärtnereien, Schrägstrich Fischläden, Schrägstrich Online-Shops ist schon recht gut beschrieben, wie die Pflanze vom Aufbau her ist. Ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Pflanze mal in echt anzugucken, nehmt sie mal in die Hand, treibt mal ein bisschen an den Blättern zwischen den Fingern. Wenn ihr schon das Gefühl habt, dass schon der Druck der Finger dazu ausreicht, die Blätter zu zerstören, lasst vielleicht die Finger davon. Wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeiten habt, Aquascaping wäre noch was anderes. Da würde ich persönlich von meiner Warte aus sagen, ist erstmal das prioritäre Thema eher die Pflanzen, eher das Scape und dann vielleicht mal hinten dran angestellt der Besatz. Wir reden jetzt wirklich von der Thematik, oh, die Schnecke gefällt mir super gut, ich würde gerne Becken für die einrichten, will aber auch nicht das Problem, dass sie mir die Pflanzen frisst. Punkt Nummer 2, meines Erachtens der wichtigste Punkt, Ernährung. Ich beobachte es immer wieder in meinen Becken, nicht nur die Thylomenania-Schnecken, ich hatte früher auch noch zig Varianten an Apfelschnecken, Zebra-Apfelschnecken, die können fressen wie Scheunendrescher. Man mag wirklich immer sagen, lieber ein bisschen zu wenig als zu viel gefüttert, das funktioniert auch bei Süßwasserkrebsen als auch Garnelen wirklich sehr, sehr gut, also da nicht too much. Aber bei gewissen Schneckenarten kannst du gefühlt stündlich reinschmeißen und sie fressen und fressen und fressen und fressen. Es ist in dem Fall wichtig, diesen Kipppunkt für euch zu finden. Kipppunkt heißt einfach, ein gewisses Futterdepot im Becken vorrätig zu haben, wo die Schnecken im Zweifelsfall, wenn sie wirklich viel Hunger haben und ihr mal angenommen einen Fastentag hattet und jetzt der zweite Tag ist nach dem Fastentag, dass sie dort immer noch drauf zugreifen können. Das könnt ihr zum Beispiel über Laub machen, das könnt ihr über Langzeitfutter machen. Stellenweise manche Mineral Feeds sind auch dazu geeignet, Langzeit im Becken zu bleiben, da aber auf die Futterbeschreibung achten. Über so Thematiken, dass ihr immer irgendwo ein Depot für die Schnecken zur Verfügung habt. Ansonsten, für viele Schnecken ist eine super Futterquelle auch Mulm. Ich lese öfters wirklich auch Berichte, wo die Schnecken an die Pflanzen gehen, in Becken, die picobello aussehen, wo man vielleicht auch ein bisschen zu wenig füttert oder vielleicht auch im richtigen Maß füttert. Und man sich dann sagt, naja, okay, das Becken sieht aus wie geleckt, was hat die Schnecke außerhalb vom Futter zu fressen? Eigentlich nichts. Das sind oft auch Becken, wo kaum Algen oder in irgendeiner Form Aufwuchs stattfindet. Gerade auch da bietet ihnen ein Depot. Die meisten Laubsorten werden auch von den meisten Schnecken wirklich sehr gut angenommen. Mein All-Time-Favorite ist wirklich Seemandelbaumblätter. Ansonsten bei mir funktioniert auch sehr gut Haselnuss- und Walnusslaub, um hier vielleicht mal ein paar Empfehlungen auszusprechen. Das müsst ihr aber letztendlich bei euren Schnecken mal durchtesten. Schadet ja nichts, einfach mal ein Blatt reingeschmissen, mal geguckt, wie verhält es sich innerhalb von einer Woche. Nächste Sorte probiert, wenn man dann merkt, okay, das ist vielleicht schon nach 3 Tagen aufgefressen. Okay, funktioniert besser. Mögen Sie mehr, wollen Sie mehr, rein mit. Bitte nicht jeden Tag auf Teufel komm raus 3 oder 4 Mal so viel Futter wie sonst rausschmeißen, wenn ihr einen hohen Schneckenbesatz habt. Damit fördert ihr einmal unnötig viel Population. Man muss ja immer sagen, es ist zwar schön, wenn man Nachwuchs kriegt, aber wenn irgendwann so dieser Punkt erreicht ist, dass man jetzt mal als Beispiel ein 30-Liter-Becken 400 Quellblasenschnecken hat, man kann nicht immer mehr füttern. Irgendwann fällt auch zu viel Schadstoff bzw. zu viel Kot von den Tieren ab und da kommt auch irgendwann die Filtration in den Becken nicht mehr hinterher. Also man
kann zwar schon immer mehr füttern, kriegt auch immer mehr Nachwuchs, aber irgendwann kippt das Becken. Das ist dann meistens so ein 24-Stunden-Prozess und dann ist einmal Schicht im Schacht. Füttert regelmäßig, füttert vielleicht mal, gerade auch wenn ihr Sticks oder Pets füttert, vielleicht mal ein, zwei mehr. Beobachtet das Ganze. Klar, Schnecken sind langsamer als Garnelen. Da können wir nicht nach der Faustformel gehen, dass alles innerhalb von einer Stunde aufgefressen sein sollte. Bei mir, sage ich ehrlich und offen, ist so die Regel: alles, was innerhalb von 6 Stunden aufgefressen wurde, ist vollkommen in Ordnung. Drüber sollte nicht sein, sollte man wieder rausnehmen. Aber bei mir so die Faustregel: Schneckenbecken bis zu 6 Stunden haben sie Zeit, dass sie da wirklich agil hinterher sein können. In den meisten Fällen, sage ich, ist es eigentlich so eine Sache von 2, 3 Stunden, dann ist im Normalfall alles wirklich weg. Depot gucken, Laub, was funktioniert gut bei euch, gegebenenfalls, wie gesagt, manche Langzeitfutter oder Mineral Feeds, ähnliches Zusätze. Ansonsten mulm, macht eure Becken nicht zu sauber. Ja, und der dritte Punkt und somit der letzte Punkt ist auch so ein bisschen auf Bezug Futter. Und zwar, ihr müsst immer überlegen, ihr habt ein biologisches System. Das Ganze will irgendwo immer im Gleichgewicht stehen. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel wieder einen 30-Liter-Cube. Wir haben mal angenommen, sagen wir jetzt Zebra-Apfelschnecken drin. Ist vielleicht nicht die beste Größe für die, sagen wir mal 60 Liter. Haben da drin 8 Zebra-Apfelschnecken. Sorry. Ja, da haben wir die drin sitzen, sind quietschfidel. Wir haben vielleicht ein paar Pflanzen drin, vielleicht auch mal ungünstigerweise ein paar empfindlichere Pflanzen. Irgendeine dünnblättrige Kryptogorüne nehmen wir jetzt mal im Beispiel. Wir haben diese 8 bis 10 Schnecken da drin, die wuseln rum, die fressen tagtäglich ihr Futter und sind happy. Mit der Zeit vermehren sie sich, gerade auch bei Zebra-Apfelschnecken kann das schon mal recht schnell gehen, dass man innerhalb von 2-3 Monaten vielleicht so annähernd 100 Tiere drin hat. Im besten Fall. Hier ist der Punkt erreicht, dass ihr, wie vorher im Thema, nicht genug füttern könnt, um den Tieren gerecht zu werden und gleichzeitig den Biokreislauf nicht zu kippen. Das ist wirklich ein sehr langwieriger Prozess, wie das eingestellt wird. Man kann zwar auch sehr kleine Becken an die Spitze treiben, aber ab einem gewissen Punkt ist einfach in der Biologie Schluss, wenn zu viel in den Becken drin ist. Und da ist dann auch häufig der Punkt erreicht, dass die Tiere an die Pflanzen gehen. Ich habe das bei mir persönlich auch schon bei Tylomelanias beobachten können. Ich hatte ja früher mal, sagen wir mal vor über 10 Jahren, 17 Jahre mache ich schon das Ganze jetzt, die Pflanzen noch auf dem Boden sitzen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch ein paar ganz alte Abonnenten kennen. Ansonsten könnt ihr gerne mal in der Timeline zurückwandern. Ich glaube, 2018 war das. Da hatte ich noch so das letzte Video hochgeladen zu meinem 60-Liter Sulawesi Cube. Da hatte ich einiges auch an Pflanzen probiert, die ich auch im Boden eingesetzt hatte. Das hat anfangs sehr gut funktioniert. Ich hatte drin, ich müsste jetzt noch mal schätzen, das waren ungefähr 10 Tylomelania Polkadot und ich glaube noch mal 6, 7 Posso Orange und noch mal so eine Mix Apricot. Hat prima funktioniert. Die Schnecken haben sich mit der Zeit vermehrt. Ansonsten waren nur die Red Fire Sakuras mit drin, die dann mit der Zeit hier ins Gesellschaftsbecken gewandert sind. Nach und nach gab es halt mehr Nachwuchs. Erstmal freudig, bei Thylos immer schön. Man hat einzelne kleine Jungtiere, keine großen Gelege. Es steigert sich langsam. So nach circa, ich sag mal, einem Jahr waren wir an dem Punkt, dass so circa 50 zusätzliche Schnecken, also Nachwuchsschnecken, in dem Becken drin waren. Ich war happy, hat mich mega gefreut. Viel Nachwuchs, kann man auch mal was abgeben. Ja, man hatte ab diesem wirklich sehr kurzatmigen, muss man schon sagen, Kipppunkt gemerkt, dass innerhalb von 2, 3 Wochen einfach alle Pflanzen in dem Becken platt waren. Es war wirklich, das war ein Monat, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Alle Pflanzen ripped, alles weggefressen, bis auf die Wurzeln runter. Ich habe wirklich noch in der ersten Woche versucht, massivst gegenzufüttern. Auch zu viel, sage ich ganz ehrlich und offen, das hätte ich heute nicht so gemacht, wie ich es früher gemacht habe. Es wurde zum Glück alles aufgefressen, aber selbst das hatte nicht ausgereicht. Die Schnecken, man muss ja auch immer so sehen, ihr werft einen Stick rein. Da tümmeln sich jetzt mal vielleicht 4, 5 Thylos dran. Die zucken sich ja auch immer wieder ein, die Schnecken, wenn sie sich erschrecken. Irgendwo ist ja der Punkt, dass nicht mehr Schnecken an dieses Futter, an diesen Futterspot können. Und so viel könnt ihr gar nicht reinschmeißen, dass wirklich alles abgegrast werden kann. Und die, die halt am Ende den kürzeren ziehen, meistens die jüngeren und kleineren Tiere, die gehen dann halt auch mal massiv an die Pflanzen dran. Heißt für euch letztendlich, dritter Tipp, guckt, dass die Besatzdichte nicht überm Schnitt liegt. Wie gesagt, bei mir Erfahrung, den Punkt merkt man relativ schnell, dann sollte man auch überlegen, gebe ich ein paar Tiere ab, in welcher Form auch immer, ob jetzt über den Zooladen, eBay Kleinanzeigen oder was auch immer.
Aber auch das ist ein förderliches Mittel, dass die Schnecken nicht an Pflanzen gehen. Aber ich denke, mit den drei vorhergegangenen Tipps kommt man dem Ganzen schon wirklich gut entgegen. Wie gesagt, ihr kennt es aus meinen Aquarien. Ich habe hier wirklich voll besetzte Cubes mit Tüllomelanias. Und jetzt zum Beispiel gucke ich gerade hier unter der Kamera auf das Java-Farn Orange Tip. Es wächst ohne Ende und hat fast kein Lochfraß. Warum? Es sind nicht zu viele Schnecken im Becken. Die Schnecken werden gut gefüttert und die Pflanze ist an einer Stelle platziert, wo sie fast gar nicht rankommen, hinkriechen. Wie gesagt, Thylo jetzt. Manche Schnecken kennen da keine Schmerzen. Da muss man halt eher mit dem Futter bzw. mit Laub das Ganze einregeln. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind meine Tipps, wie ihr euer Setup gestalten könntet bzw. wie ihr auch eure Tiere versorgen könnt, dass sie hoffentlich weniger an eure Pflanzen gehen. Ich hoffe auf reichlich Kommentare von euch hier unten in der Kommentarzeile. Vielleicht immer so, was hat er für Schnecken gehabt? Was ist bei dir passiert? Was hast du dagegen getan, dass die Schnecken eher weniger an die Pflanzen gegangen sind? Oder vielleicht sagt auch manch einer von euch, ja genau, Tipp Nummer 1 oder Nummer 2 mache ich, seit daher habe ich keine Probleme mehr mit dem Schneckenbesatz. Gerne reichlich unten in die Kommentarzeile reinhauen. Ansonsten, wenn euch das Video hoffentlich in der Form gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Schwimmpaddel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, bis dann.